Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Im letzten Part sind wir aus dem Ork-Tempel, aus dem Ork-Friedhof raus. Und ja, da haben wir da nichts gefunden. Außer Tote Templer und Balokor, der durchgekehrt ist. Und ja, jetzt sind wir auf der Suche nach Heilkräutern für Iberion. Auch davon Quanga. Und das erste Mal, dass wir mit dem Super hier kämpfen. Gucken wir mal. Der Ding hält mehr aus, ich dachte, aber die bringen auch 20 GP. Okay, wir müssen den... Ich habe den B-Part vor, noch ein paar Sachen in den anderen Lagern zu machen, aber vorerst erkunden wir jetzt den Sumpf noch ein bisschen, sammeln diese Heilkräuter, die wir hoffentlich hier finden. Ich bin ja nicht so sicher. Den Sumpf müssen wir sowieso noch erkunden, weil hier war noch nicht. Und dass wir die... Ja, die Kolonie bald komplett erkundet haben. Ist ja unser Ziel. Einiges an Sumpfwein hier. Da haben wir ein großes Heilkraut, glaube ich. Hier sind einige Tatsache, ja. Könnten die echt sein, die wir brauchen. Mal hier unten, hier waren wir wenigstens noch nicht so. Haben wir nicht erkundet, weil da auch zu schwach für waren. Hier Glühbarriere. Okay, wir sind komplett im Süden. Das ist kein Wunder. Hat man getroffen, macht verdammten Schaden. Okay. Es gibt zwei in der Trank. Okay. So viel, ich immer sind die, die gemeint sind. Die gemeint sind. Okay, jetzt brauche ich für die Heilkräuter, wenn es weitergeht. Kurz die anderen Sachen nehmen. So, ich glaube, wir haben schon genug, aber ich denke, dass wir ja gleich erkunden. Dunkle, ja, geil. Wir haben so lange in der Nähe, wir können schnell hingehen. Sie ist ja jetzt auch anscheinend nicht mehr. Sie ist jetzt immer Ding hier. Aber da weiß ich schon, was es ist. Das ist einfach ein Ding, was Brennerbart hier hingesetzt hat. Da wollten sie ursprünglich eine Quest mitmachen. Aber es hat sie das Spiel geschafft. Diese Quest.
Und deswegen, ja, das Portal ist geblieben, weil ich weiß, war eben zu viel. Und ich hasse billige Bienen hier wieder von uns. Okay, ich denke ich mal sehr gut für euch, I'm sorry. Immer noch Fackel. Okay, wer ist das da in der Hütte? Shred, okay. Hey du! Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ich kann auch sagen, lassen Sie einen lustigen Commit. Warum sollte ich das tun? Ich denke, ich bleibe mir auch schnell pinnen. Nach Mittag. Dass ihr wieder mehr seht. Okay. Dann mal die andere Krautsammeltruppe. Haben wir jetzt hier einmal schon komplett überall. Ich glaube, da hinten haben schon so ein in Erinnerung, die wir klatschen müssten. Genau, hinten sind wir die anderen Krautsammler, ja, ich denke, das ist der letzte. Dann haben wir alles im Sumpf. Ja, cool, dann nee, das ist noch einer. Das ist ein Kleingetier hier. Ich glaube, haben wir auch schon den Heiltrank für Rebellion gemacht. Oh jetzt yes, wir sind unsichtbar. In diesem Fall kommt. Was sagen Sie jetzt schon? Was sind die da oben? Okay, ich würde sagen, der Sumpf wäre erkundet. Haben wir den Teil auch der Kolonie mal angeschaut. Der geht auch um den Baum fest, der löst sich auch mal von ihm leiden.
So, noch ein paar Heilkräuter einsammeln. So, dann würde ich sagen. Gehen wir mal zurück und suchen diesen Karen, oder wie der heißt, der sehr gewissen Heiltrank für die Währung machen kann. So. Noch eine Vase, die keine Ahnung, ob da ineinander gewachsen ist. Hey du. Ich könnte das Kraut von ihm klauen. Oh ne, da pflücken wir lieber selber. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir mal den, der jetzt den Handtrag machen kann. Der Ladbeck ist ja immer noch da, stimmt. Würde ich mal haben, schon getötet, wisst ihr noch? Wusste, wie es geht. Könnte ich es nachholen, aber nee. Lassen wir das chillen. Wenn er Lust hat. So, wo ist dieser Typ denn? Heiltrank machen kann. Verlass dich ab. Das ist eine gute Frage, wer das so ist. Ich suche jetzt aber mal. Man muss eben aufpassen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich denke mal, das wird der Lehrling sein, oder? Bei Korkalom. Verlass dich auf jemanden. Solange ich damit ich nichts zu tun habe. Kann schon sein. Passiert mir nicht nochmal. Kann schon sein. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das passiert mir nicht nochmal. Hey, du. Das ist er, ja. Boah, deine Hilfe. Also los. Wir wollen nicht im Sterben. Wir legen deinen Heiltrank, damit wir ihn rappen können. Ich habe dir diese Heilkarte gesammelt, damit du ihm daraus einen Heiltrank bauen kannst. Gut, warte einen Moment. So ist der Trank bei euch besser. Ich glaube kaum, dass ich da war. Warte mal. Also, Alchemie, ich kenne das so, als wenn du zu uns gehörst. Also genau, wir hätten Alchemie nur lernen können, wenn wir zu denken können. Gut. Dass ich das weiß. Ja, wenn du meinst. Lass uns lieber. Gut, dann gehen wir mal direkt hin. Und bringen den Trank. Gequatscht wird viel. Es wird nicht zu heiß gegessen, bis gekommen. Hey du! Ich habe einen Antrag für Iberion. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Der steht halt wieder. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Das Ende. Der Schläfer. Ich sah ihn. Wer, du bist es gut. Damit zu. Lass uns aber nicht stecken. Die Wassermagier. Was mit den Wassermagiern? Wusste, was immer gehen, sie werden es schaffen, hier rauszukommen. Der Schläfer ist sein. Er ist ein Dämon.
alles klar, was man die Bayer noch immer vernichten will, geht zum neuen Lager. Bricht ihn vom Fokus. Sag ihnen, dass wir herausgefunden haben, wie sich die Fokus aufladen lassen. Sie sollen die Bayer vernichten. Ihm ist das Böse, darf nicht erwachen. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Kann schon sein. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Kann ich da mal vorbei? Der Quatsch wird viel. Liegt dir doch noch, er lebt doch, hat noch Lebensenergie. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, Born ist tot, nice. Toll. Jo, aber er hat uns enthüllt, dass der Schläfer ein Dämon ist. Alles war umsonst. Die Bär und der ganze Gefahr des Botschaft ist tot. Möge seine Seele Frieden ruhen. In seinen letzten Worten legte er alle Hoffnung und entkommen aus der Bär in den Händen der Magier vom Kreis des Wassers. Okay, dann holen wir das mal direkt aus der Truhe von Kor-Kalom. Jo, es sind hier ein paar weniger Leute in, in der, also durch die angespeisten sind ein paar weniger Leute hier im Sumpflager, weil die meisten jetzt halt erkannt haben, dass der Dämon ist. Und ein paar fanatische Idioten, wie der Kor-Kalom halt auch, die glauben halt weiterhin an den und ja, die sind jetzt halt abgehauen. Die war da hier auch nicht drin. Und er ist Teleportrohne, okay, nice. Seit Leib von ihm ist noch hier und nicht mit ihm gegangen. Aber gut, ja gut, dann können wir, sehr gut, dann gehen wir zum alten Lager jetzt wie geplant und lernen da Ampus 2. Ich halte mich da lieber raus. So wie geplant. Dann guck ich mal aus, ob ich bei Ska den... Kann schon sein. Ob ich bei Ska die Quest abgeben kann mit den Dieben, weil wir jetzt erst von denen haben jetzt. Weil ich glaube, dass es anerkannt wird, weil ich hab zwar diese Puttle, die Dinger aktuell, diese Puttle. Aber, ja, ob das jetzt wirklich als Questerfolg gilt, wenn ich die Quest verbuggt habe, weil ich es erst schon gemacht habe, bevor der mir das aufgetragen hat. Also Lager Ampus 2 lernen, gucken, ob wir das ganze Quest abgeben können. Und dann machen wir, würde ich sagen, mein Lager fertig. Einbruchplan. Also wir werden das alle Lager fertig ausräumen. Die Hütten, die noch fehlen. Und dann gehen wir demnächst dann zum neuen Lager. Müssen wir jetzt eh hin. Dann lernen wir Akrobatik. Wollte ich ja lernen. Und dann habe ich noch ein paar Lernpunkte übrig. Ich bin schon 19, stimmt, aufgestiegen. Nice. Mit inzwischen 288 Lebensenergie, okay, krass. Ja. Ender, wie schon gesagt, Akrobatik.
kannst du wohl schon im Lager nichts mehr machen, ne? Ja doch, genau, bei Wolf wird die ganze Fälle und so abgeben. Gucken, wie viel Erste auf uns rausspringt. Auf jeden Fall einiges, aber wir haben einiges an Fällen und Häuten wieder zusammengesammelt. Ja, krasse Sache. Einer von den Lageranführern ist auch mal gestorben. Ja, ausgeplante Schläfe ist dann wohl hinfällig. Ein Dämon, also. Krasse Sache. Ich will nur erklären, warum er uns, warum die Tablet in die Falle gelockt hat im Orkfriedhof. Aber im Gefühl, den Korkalom sehen wir noch wieder. Also, deshalb wird der britische Schulen stehen, der wird uns dann irgendwann auflauern oder so. Also dann, nehmen wir mal die Festung. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Absolut. Wahrscheinlich wird das Gefahr sein. Kann schon sein, aber und von den Hütten her, die uns noch ausrauben fehlen, fehlen uns jetzt hier noch komplett alle, die jetzt noch kommen, bis zum Tor. Und vom Tor bis in so ein Haus auch noch die. Und alle anderen sind, haben wir schon gehabt. Also es ist nicht mehr ganz so viel, sind nur die Hälfte. Und in der Burg drin haben wir ja auch alles so weit ausgeräumt wie geht. Ein paar zu nur Kisten, die wir ohne Schlüssel nicht knacken können. Also die Tür unten, die wir wahrscheinlich nicht merken können. Das wird wahrscheinlich nur Kommis sein, also die Kommis-Männer. Im Tech, oder steht eine Ska-Arte und so. Für Gott. Zeige mir mehr über den Umgang mit der Armbrust. Das kostet dich 300 Erz. 20 Lernpunkte. Genau, Armbruststufe 2. Machen wir. Lass uns direkt anfangen. Gut. Du bekommst mehr Treffsicherheit und Ruhe, wenn du beim Schuss in die Knie gehst. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles. Dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Nice, da haben wir jetzt Ambrus auch gemeistert. Jetzt haben wir noch Akrobatik, da haben wir noch 30 Lernpunkte übrig. Wir könnten natürlich auch zwei mehr lernen. Das ist unsere Option. Dann könnten wir halt keinen Punkt mehr in Stärke setzen, ne? Wir können jetzt auch mal 30 Punkte, davon vielleicht so 10 in die in Stärke setzen und dann im nächsten Level Up 2 Hände holen. Aber wir können auch einfach jetzt schon 2 Hände holen, dann mit dem Stufe 20 Level Up quasi, also mit 15 Lernpunkten angenommen. Was halt noch ein bisschen dauert. Wir könnten damit doch mal 10 Punkte Stärke auf 84 Stärke hoch. Das brauchen zum Beispiel so eine Zweihandwaffe an Stärke. Das macht da mal die Entscheidung fest. Kriegigkeit braucht er aber Stärke 60. Okay, das haben wir ja. Also. Ist ja nicht das Problem. Ich sag doch die beste Zweihandwaffe, die wir nutzen können. Ja, okay. Ist eine Überlegung wert, weil wir so viele Lernpunkte über. Die alle Stärke zu distieren, ist natürlich fail. Das sollten wir nicht machen. Hallo! Lass mich mal. Mehr begehen. Ich doch klar, dass das ärgert. Hallo. Naja, irgendwie. Das passiert. Ich glaube, die Quest haben wir uns erbaut, dadurch, dass wir die schon vorher alle getötet haben. War nicht besonders schlau. Oder wir haben einfach irgendwo ein Lager übersehen. Das kann ich auch sein. Weil ich dachte eigentlich, wir hätten alle geklatscht.
Man darf auch nicht alles. Ich wollte aber oben in den Laden keine Nähen schmeißen, weil das sind ja keine Butler gewesen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wisst ihr was, ich tue's. Hey du. Könnte jetzt richtig sein, aber ich tue's. Für Gott. Ich möchte den Umgang mit dem Zweihänder lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Boah, 40 Lernpunkte für 2 Stufe 2. Krass. Wir haben 10 Lernpunkte übrig und die werden wir in Akrobatik setzen. Okay, die könnten wir auch in Stärke setzen. Aber Akrobatik ist halt auch ziemlich nice. Ich bin schon sehr oft durch Fallschaden gestorben. Es wird halt nur ein bisschen dauern. Wir haben jetzt aktuell fast die komplette Map erkundet. Zum jetzigen Zeitpunkt. Außer halt, manche lernen den gar nichts, solange ich damit nichts zu tun habe. Außer halt den Kopf Süden da, ums Orkgebiet herum. Das fehlt uns halt noch komplett. Wenn du meinst. Aber da sind jetzt auch noch ein paar Orks und Monster wahrscheinlich. Aber bringt es, also von der Erkundung her kriegen wir jetzt kaum mehr EP, das meine ich damit. Ja? Bei Erkunden haben wir ja schon mal alles auf der Map. Weil die meisten EP werden wir alle durch die Quests bekommen. Und 84 Stärke ist schon ziemlich nice, weil da werden, glaube ich, das Rest des Abenteuers eigentlich relativ gut versorgt. Ich mach's jetzt so, Leute. Könnte auch wieder ein Fail sein. Kannst du. Ich kann. Weiß nicht, was ihr gemacht hättet, aber ich gehe jetzt einmal auf Stärke. Nochmal auf Stärke. Weil es 84 Stärke, was ziemlich viel ist. Also noch mal einiges an Damage mit. Und dann die nächsten 10 Lernpunkte, die wir jetzt mit Stufe 20 bekommen, setze ich dann nochmal in Akrobatik. Ob es dann noch von Nutzen sein wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, ich halte es noch ohne Akrobatik. Ich passe aber in Zukunft besser aus, wenn ich auf, wenn ich auf höheren Stellen stehe. Ich habe nicht sofort runter. Und dann, ja, nehme ich Akrobatik dann im nächsten Level ab. Also wenn wir bald Stufe 20 sehen, lerne ich dann nochmal Akrobatik. Dann haben wir wirklich alles, was ich will. Also haben wir, dann haben wir guten Stärkewert, wir haben Akrobatik, Schleichen, Schmieden, Schlösser öffnen, Einhänder, Armbrust und dann halt noch zwei Hände. Gut drauf. Aber wir können jetzt mit zwei Händen anders schlagen. Ich teste es mal kurz aus. Okay, es hat eine komplett andere Kombi als bei einem, ne? Ich halte mich da lieber raus. Ist genau dasselbe, ich muss nur langsamer drücken. Also sie ist langsamer als beim einen, der was aus dem gibt. Also die Kombi hier langsamer ist. Ja. Ich lasse es mal auskurs, ich teste es mal ein bisschen aus. Wenn ich nicht klarkomme, kann ich immer noch einen Waffen wieder nehmen. Für Gomez! Für Gomez! Weißt du was, Kreben? Bleib hier. Nervst einfach nur. Wegen der ist nur. Jetzt nur auf. So, also haben wir doch noch zwei Hände, wo ich es eigentlich vorhatte, weil eine finde ich irgendwie cooler. Vor allem, wenn wir einen da viel, viel schneller zuschlagen können. Ich probiere aber zwei Hände mal aus und ich meine, wir haben genug Lernpunkte übrig gehabt. Um wenigstens Stufe 1 mal von zwei Händen zu lernen. Und natürlich können wir immer noch zu einer einfach zurückwechseln. Und ich meine, sie ganz auf Stärke, 20 Punkte Stärke investieren zum Beispiel, wäre auch meiner Meinung nach Fehler gewesen. Machen halt 60 Schaden, das ist halt schon einiges, aber dafür ist es halt langsamer als ein einfach. Das sind halt einfach nur, das sind nur 5 Schaden mehr, also eigentlich lohnt es sich gar nicht so sehr. Aber ich wollte es trotzdem mal gelernt haben. Was ist der Rest? Ich kann, glaube ich, sobald ich Teil des Lagers bin, nicht mehr mit den anderen kämpfen. Ich wüsste gewesen, wenn ich jetzt noch bei der Arena hätte kämpfen können. Ich habe die Arena war schnell noch geklärt, der Part ist nämlich eigentlich schon lang genug. Ich glaube, dafür bietet es mir jetzt das Gecko. Für Gott. Sehr gut, noch jemand, der von unserer Lage kämpft. Bitte, dass du ein Penner aus dem neuen Lager aufs Maul haust. Ich stell dir vor, die Gegner, die du Arena kämpfen kennen musst. Das heißt, sollst du wissen, dass wir nicht bis zum Tod kämpfen. Wenn der erste Boden geht, geht es Schluss.
Wir brauchen die Kämpfer für zukünftige Kämpfer. Also komm mir nicht auf die Idee, dass du einen umbringst. Da bist du nämlich selber dran. Also solltest du wissen, dass du das Kämpfen für jeden Kampf etwas erst verdienst. Erwarte aber nicht zu viel, du bekommst nur einen kleinen Teil ab. Dann mach dir nichts raus, bekommst du größtenteils des Kumbus für einen gewonnenen Kampf. Wenn du kämpfen willst, musst du nur zu mir kommen, wir sprechen über den Gegner. Das will ich ja gerne kämpfen. Oh, nein, erst geht über deinen Gegner, anschließend über die beiden Bezahlung. Je nachdem, welchen Gegner du dir wählst, wird die Bezahlung höher oder geringer aus. Okay, go. Also bei mir steht die Bezahlung so aus. Günstiger Kampf gibt es 25 Erz für dich. Wenn ich sage, diesen Kampf kommst du gar nicht, außer einen aufs Maul. Hier überwarte ich in der Arena. Viel Glück. Jo, sollen wir den ersten Kampf direkt mit zwei in der kämpfen oder das lieber nochmal? Ich weiß gar nicht. Na komm, wir bringen jetzt mal also erstmal zwei in der aus. Würde ich sagen. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Gut. Ich kann die Waffe nicht mitnehmen. Ich kann die nicht looten, okay. Keine Ahnung warum. Die haben sie zugeguckt, okay. Das wird dir noch leid tun. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. So. Ja! Oh, weil es mal angegriffen hat. Für Gomez! Für Gomez! Ich bin gegen angetreten. Du hast einen ordentlichen Arsch versucht. Sei ein guter Kampf. Hier ist dein Anteil. Das wird dir noch leid tun. Wollte ich aber keinen Kampf an. Komm beim Tag wieder, dann hab ich mit was für dich. Okay. Geht zur Seite. Da steht die Männer noch im neuen Anlage. Okay, würde ich sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann um den Rest des Lagers ausblühen. Wir haben jetzt lange genug die Map-Mikro ein bisschen mehr Story weitergemacht. Jetzt können wir wieder ein bisschen eine Diebesmission machen. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, danke fürs Sehen. Ciao.